Der Planet Arrakis, bekannter unter dem Namen Dune. Das Land des Sandes, die Heimat der Spice Melange. Der Spice kontrolliert das Universum und wer immer Dune kontrolliert, hat auch die Herrschaft über das Spice. Der Imperator hat den Adelshäusern einen Wettstreit vorgeschlagen. Das Haus, das am meisten Spice produziert, soll über Dune herrschen. Es gibt keine festgelegten Territorien und keine Regeln in diesem Wettstreit. Gewaltige Armeen sind gelandet. Drei Häuser kämpfen um die Herrschaft über Dune. Die noblen Atreides. Die hinterhältigen Ordos. Die bösartigen Harkonnen. Nur eines dieser Häuser kann gewinnen. Und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play Projekt, und zwar ist das Dune 2000, Freunde. Ja, das ist der Gewinner des Votings, sozusagen. Es war irgendwie auch abzusehen. Und hier ist es nun. Die Musik ist gerade noch ein bisschen sehr laut. Das tut mir leid, das kriege ich aber auch irgendwie nicht weg im Hauptmenü. Das wird gleich schon ein bisschen angenehmer werden. Keine Sorge. Und ja, genau, hier sind wir nun mit Dune 2000. Auch von Westwood Studios. Und ja, also die Spielmechanik ist quasi fast die gleiche wie bei Command & Conquer. Nur, dass es hier drei statt zwei Häuser gibt. Allerdings werde ich euch das gleich alles am nebenen Beispiel besser erklären, auf jeden Fall. Ja, ich freue mich verdammt auf dieses Spiel. Das ist doch sehr geil, dass ich das jetzt auch zum Laufen gekriegt habe. Ja, das war mal wieder ein Kampf. Mal haben die Videos gefehlt, mal war es auf Englisch und jetzt habe ich es halt vollumfänglich auf Deutsch komplett drauf gespielt bekommen. Und jawohl, Freunde. Und dann würde ich mal sagen, bevor wir jetzt hier die laute Musik haben, würde ich sagen, beginnen wir mal ein neues Spiel. Ich spiele wie immer auf normal. Und gut. Auf diesem Planeten werdet ihr sterben. Wir haben es gesehen. Nette erste Worte auf jeden Fall. Aber die Schwesternschaft der Bene Gesserit erlag früher auch schon Irrtümern. Zumindest hin und wieder. Ich bin Lady Elara und bin die Konkubine und Wahrsagerin des Padisha-Imperators. Eure Überfahrt nach Dune habe ich veranlasst. Wenn der Imperator das herausfindet, werde ich hingerichtet werden. Er ist kein sehr mitleidsvoller Mann. Ihr seid hier aufgrund der Prophezeiung. Meine Schwesternschaft hat eure Abstammung und eure Zukunft genau untersucht. Wir haben euch sterben sehen, mehr als einmal. Wir haben euch aber auch gesehen an der Spitze gewaltiger Armeen, die für Frieden in Arrakis sorgen. Nur einmal. Das ist die Prophezeiung. Das ist die Zukunft, die wir suchen. Ja, Freunde, wie ihr seht, wieder sehr geile Cutscenes. Wieder so eine Cinematic-Cutscene mit echten Schauspielern. Finde ich sehr cool gemacht. Das erinnert mich voll an Command & Conquer jetzt gerade. Und wie ihr schon seht, wir können drei Häuser auswählen direkt. Also einmal die Atreides, das sind quasi die Guten. Dann einmal die Harkonnen, das sind quasi die Bösen. So sozusagen Alliierte und Sowjets. Wie in Command & Conquer. Und dann gibt es hier noch in der Mitte die Ordos, die Grünen, das sind so Hinterhältige. Hinterhältige Unterhändler, glaube ich, waren das, genau. Und ja, wir tauchen ein in die Reise auf einen fiktionalen Planeten namens Arrakis bzw. Dune. Und ja, welche Spezialwaffen jedes Haus hat, werde ich euch dann am lebenden Beispiel mal erklären. Aber ich freue mich auch jetzt, dass es losgeht, und ja, dann würde ich mal sagen, Haus Atreides, ja. Kümmern wir uns um die Atreides. Von Caladan der Wasserwelt. Eine ganze Flotte von Ornithoptern sichert die Luftüberlegenheit der Atreides. Und der edle Herzog Leto sucht die Allianz mit den Wüstenkriegern der Fremen, die im Verborgenen kämpfen. Wenn die Fremen einwilligen, könnte der Herzog unbesiegbar werden.
Genau, da haben wir schon so ein bisschen so einen Einblick bekommen. Also das sind ja hier die Edlen, sag ich mal, auch wieder hier in Form eines Adlers, so ähnlich wie auch bei der GDI, also im Command & Conquer ersten Teil. Und ja, hier geht es halt darum, dass man sich mit den Fremen verbündet. Das sind so Einheimische auf dem Planeten Arrakis. Und wenn man sich mit denen verbündet, hat man halt extrem viel Energie und Power und Macht, sag ich einfach mal so. Und ja, genau, würde ich sagen, ich gehe mal ziemlich schnell rein, weil ich möchte jetzt nicht so viel Zeit verlieren, sondern direkt ins Spiel gehen. Ich erkläre das dann alles für euch. Haus Atreides hat sich strategische Positionen gesichert. Haus Ordos marschierte im Osten ein. Die Harkonnen nähern sich von Norden her. Ja, hier sehen wir jetzt auch wieder die Weltkarte. Das ist so ähnlich wie bei Command & Conquer damals. Allerdings von einem ganzen Planeten, und zwar von dem Planeten Dune bzw. Arrakis. Und hier sehen wir auch schon die drei Häuser, um die es geht. Also hier sind wir, die Atreides, ist klar. Hier oben haben die Harkonnen angefangen und hier sind die Ordos eingelaufen. Genau, Freunde. Und ja, die Spielmechanik ist fast die gleiche wie bei Command & Conquer. Willkommen, Rekruten! Diesen Weg. Ich bin Oremo Neo, der Mentat des Herzogs. Ihr habt euch Letos Männern angeschlossen, das werdet ihr nicht bereuen. Nicht, wenn wir erstmal Dune erobert haben und wir alle durch das Spice steinreich werden, ne? Reichtum! Seid ihr etwa deswegen in diese mörderische Sandwüste gekommen? Wo Harkonnen herumkriechen, die lieber euer Blut schlürfen würden als ihre eigene Muttermilch? Wo ihr Würmer sehen werdet, die so lang sind wie 100 Männer und ihr euch vor lauter Angst an Felsen klammert wie kleine Kinder? Damit ihr's wisst, wir kämpfen für den Herzog. Deswegen sind wir hier. Für den Herzog werden wir im imperialen Becken das Spice abbauen. Und für den Herzog werden wir das Land von den Harkonnen befreien. Das behaltet im Gedächtnis. Dann werdet ihr vielleicht noch echte Dune-Männer. Aha. Also, wir kämpfen quasi hier für einen Herzog sozusagen. Und unsere erste Mission, hier haben wir schon mal unsere erste Mission, besteht einfach darin, ich lese das jetzt nicht alles vor, ihr könnt euch das gerne durchlesen. Aber unsere erste Mission besteht darin, es ist eine Übungsmission. Wir sollen einfach nur 2500 Credits sammeln, Solaris oder Spice, wie sich das hier nennt. Und genau, dann kommen wir auch schon zu den Einheiten des Spiels. Hier gibt es auch wieder die Sammler. Die sehen hier so aus, anders wie bei Command & Conquer auf jeden Fall, weil wir hier auf einem anderen Planeten sind und in einer komplett anderen Welt. Und hier gibt es, genau, der Aufbau funktioniert auch ein bisschen anders. Wir müssen zuallererst mal, bevor wir irgendwelche Gebäude bauen können, Betonplatten auf dem Boden zimmern, weil sonst würden die Gebäude ja im Treibsand versinken von Dune, weil es ist ja bekanntlich ein Wüstenplanet, ne? Und deswegen braucht man halt Beton, damit die Gebäude standhaft bleiben. Genau, haben wir noch den Bauhof. Ganz klar, sieht auch so ähnlich aus, finde ich, wie im ersten Teil. So ein bisschen zumindest der Bauhof. Ja, ich glaube, die Bedeutung ist klar, ne? Den brauchen wir, damit wir Gebäude bauen können. Haben wir ja die Windfalle, das ist unsere Energie. Quasi, also unser Strom ist auch die gleiche Funktion wie bei Command & Conquer. Und ja, haben wir hier die Raffinerie. Die sieht ein bisschen anders aus, finde ich auch ein bisschen stylischer. Hier fahren die Sammler halt rein und bringen die Kohle ab. Kohle weg. Genau, dann würde ich mal sagen, hier gibt es noch Erdsilos, selbsterklärend, ne? 1500 Erz könnten gelagert werden. Also Erdsilos, sage ich schon, Spice-Silos. Ich bin noch voll im Command & Conquer Flow hier. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mal direkt die Mission. So, hier sehen wir auch schon direkt die Karte. Ich baue direkt, also ich spiele es hochauflösend, beziehungsweise so hoch, wie es halt läuft. Und genau, baue ich jetzt erstmal die Betonplatten auf. Ne? Beton. Hier oben haben wir unsere Kohle, auch wie bei Command & Conquer. Konstruktion bereit. Und genau, die Windfalle braucht, glaube ich, 3x2 Betonplatten. Und ja, sehr cool auf jeden Fall, dass das jetzt hier läuft. Ja, Sir. Und eigentlich ist diese erste Mission nur zur Erklärung da.
die könnte man jetzt ganz einfach beenden, indem man einfach die Raffinerie baut und dann den Bau verkauft. Dann hätte man auch die 2500 eingesammelt. Allerdings, ja. Ist das nicht so meine Art. So, wir müssen jetzt darauf achten, dass wir das Gebäude genau auf die Betonplatten bauen. Weil wenn wir das daneben bauen würden, wird das halt nach und nach Energie verlieren. Und das ist nicht so doll. So, dann würde ich sagen, baue ich einfach mal weiter. Wir haben jetzt hier die neue Bauoption, und zwar die Raffinerie bekommen. Ja, Raffinerie ist selbsterklärend. Ist ein 3x3 Gebäude. ja, das ist quasi für, damit wir den Sammler bekommen, damit wir das Spice hier einsetzen. Konstruktion So, was habe ich noch nicht erklärt? Ja, die Energie haben wir hier. Hier sehen wir, wie viel Energie wir haben. 210%. Wir haben im Moment also gut Energie. So, dann würde ich sagen, bauen wir mal direkt die Raffinerie. Genau, hier oben bauen sie eine Raffinerie, um Spice zu gewinnen. Das ist so das, was wir hier in der Mission machen müssen. Gut, dann komme ich mal zu den Einheiten. Also das sind die Trikes hier. Die sind vergleichbar mit den Jeeps bei den Alliierten in Command & Conquer. Die sind dazu da, einfach um Infanterieeinheiten kalt zu machen. Und, ach, schön die Mucke. Die Musik, Freunde, die ist einfach so herrlich. Oh ja, da macht die mal kaputt hier. Das ist ein Harkonne. Zack. Das sehen wir direkt daran, dass, weil der rot war. Deswegen so. Dann decke ich jetzt einfach mal die Karte hier auf. Und, ja. Sehr cool auf jeden Fall. Nur die Frage ist jetzt halt, warum kann ich gerade nicht runterscrollen? Das ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Aber ich mache das einfach mal. Ah, das funktioniert nicht. Ah, wir bekommen jetzt die Verstärkung zugeliefert. Seht ihr das? Sehr cool, ja, auf jeden Fall. Und ich werde jetzt auch erstmal, bevor wir hier weitermachen, einen kleinen Aufnahmecheck machen. Das ist ganz wichtig bei so einem neuen Projekt. Und das dann ganze Ding erstmal speichern unter Mission 1. So, dann würde ich mal sagen, ja, bis gleich. So, da bin ich wieder, Freunde. ja, ich musste die Auflösung minimal anpassen. Deswegen ging das eben nicht mit dem Scrollen. So, ach, guck mal da kriegen wir noch mehr Verstärkung direkt, ja. So, die Raffinerie ist direkt fertig. Ach, nee, der Gegner kriegt Verstärkung. Ah, okay, ich verstehe schon, ja. Okay, aber das schafft er nicht. Guck, 5 gegen 2 Mannequin. Zack. Das passt nicht sehr gut. Okay. Bauen Sie ein Silo mehr. Ja, komm, das machen wir mal. Können wir gerne machen. Damit ihr mal auch mal die Silos seht. Ja. Genau, hier sehen wir die Kohle. Da steht Spice dran. Das ist auch der Name von dem Rohstoff hier. Spice heißt das. So, dann baue ich mal am besten das eine Silo, baue ich mal da rein. Ja, mit den Betonplatten, da gehe ich ein bisschen sparsamer mit um einfach. So, dann erkunden wir mal die ganze Karte. Weil hier ist eigentlich in der ersten Mission nicht viel los. Außer, dass hier halt, Spice abgebaut werden soll. So. Oh, und hier sehen wir schon ein Flugzeugwrack. Ja, Freunde, und wie gesagt, sehr geil, dass es läuft. Und hier sehen wir halt das braune Stück hier bei dem Spice. Das ist halt dafür. Nee, das zeigt halt, dass hier zwei. Ah! Hier ist noch eine Besonderheit bei Dune. Seht ihr hier diesen Schatten? Hier in diesem Spiel gibt es Sandwürmer, das heißt, wenn jetzt der Sammler da wäre, dann wird der Wurm den Sammler einfach fressen. Und das wäre richtig blöd, sag ich mal. Weil dann wäre die Einheit direkt weg und dann, ja, verzieh dich. So, an dem Schatten hier können wir schön sehen, wo sich der Wurm gerade aufhält. Die Würmer, die Sandwürmer, die können halt, wie gesagt, eine Einheit instant killen. Aber der kann jetzt nicht zum Beispiel da durch diesen Felsrücken, oder wie man das nennt. Deswegen schicke ich den Sammler einfach hier hin und dann ist die Gefahr schon gebannt. So. Genau, da unten kruxt quasi der Sandwurm rum. Da traue ich mich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, nicht da reinzufahren. Weil das muss nicht sein, dass wir hier in der ersten Mission eine Einheit verlieren, ne?
So, die Spielgeschwindigkeit lasse ich auch erstmal so. Weil ich möchte einfach noch ein bisschen erklären. Ja, hier hat ein Wurm eine Einheit gefressen. Das sehen wir ganz schön mit durch den Krater. Aber nicht unsere zum Glück. Das war wahrscheinlich ein anderer Sammler. Von demjenigen, der es vor uns probiert hat. So, und wie ihr seht, der Wurm, der kann hier nicht durch. Das ist schon mal ganz gut. Da kann der Sammler hier in Ruhe sammeln. Hier sehen wir auch wieder die 7 Punkte, wie bei Command & Conquer auch. Das heißt, grün, der ist voll. Na? Und Gebäude können wir halt nur auf diesem braunen Stück hier bauen. Und niemals... Ja, ist ja gut. Und niemals hier auf diesem weißen Gebiet, weil das weiße Gebiet ist pure Wüste. Und ja, das brauchen wir einfach nicht. Beziehungsweise, was sehe ich denn da? Was brauchen wir nicht? Da können wir nicht aufbauen. Ihr seht, der lädt die Kohle sehr langsam ab. Das war bei Command & Conquer Alarmstufe Rot, was der so, der hat direkt alles abgeliefert. Hier nur 100 pro Sekunde. Sozusagen. Und ja, die versuchen halt auf den Wurm hier drauf zu schießen. Bring den mal da weg, vielleicht. Ja. Allerdings, der Wurm ist unzerstörbar. Das heißt, da können die so lange drauf schießen, wie sie wollen. Der Wurm, der überlebt das. So, aber wisst ihr was? Ich werde jetzt mal die Spielgeschwindigkeit ein bisschen hoch machen. Oh, das scheint aber nicht zu funktionieren, leider. Oder? Ich probiere es nochmal gerade. Mach's mal schnell. Ja, ein bisschen schneller ist es jetzt. So. Ja, jetzt ist es schon fast wieder zu schnell. So. Damit war einfach ein bisschen schneller jetzt mal die erste Mission durchkriegen und ich dann direkt die zweite machen kann. Also ich werde es so in diesem Projekt machen, wieder halbe Stunden Parts. Und wie bei Command & Conquer auch. Und hier kann man auch wieder die Einheiten halt so mit drauf schicken. Die Steuerung ist quasi genau die gleiche wie bei Command & Conquer auch. Ja, der Wurm ist da, aber der macht nichts, weil ich meinen Sammler hier geschickt habe. So. Dann nach der... Also ein Sammler kann 700 fassen. Und dann, das heißt, ich muss noch einmal ein bisschen warten. Aber das ist ja kein Problem, da kann ich noch ein bisschen erklären. Und ja, Freunde, das wird ganz cool. Später können wir auch noch Panzer bauen, leichte Panzer. Genau, hier gibt es noch einen Unterschied. Hier gibt es zwei Arten von Waffenfabriken. Leichte Panzer und schwere Panzer. Das wird noch sehr interessant später. Zwei Verteidigungstürme. Einmal Raketenturm und einmal normaler Panzerturm. Die Raketentürme treffen immer. Die Panzertürme können auch daneben schießen, genau. Also während diese Einheiten hier immer treffen, gibt es natürlich auch später Artillerien, Belagerungseinheiten und so weiter. Die können dann auch daneben schießen. So. Und wenn der jetzt hier genug hat, würde ich sagen, dann kann der... Können wir den auch manuell zurückschicken, weil dann haben wir die Mission geschafft. Zumindest sollte es so sein. Auch diesen Soundtrack liebe ich einfach. Die Musik hier, ja. Mega episch auch. Ja, ich habe es früher ja sehr oft gespielt, auch als Teenager. Und da habe ich das echt hoch und runter gesuchtet. Richtig geiles Game. Ja, der Wurm kann aber keine... Infanterie fressen. So, das war's schon. Einsatz abgeschlossen, ja. Oh, und hier ist die Musik wieder ein bisschen laut. Das heißt, hier muss ich mein Mikro wieder ein bisschen an den Mund halten. Gut, wir haben 150 Punkte, 200 Punkte bekommen. Und ja, so sieht dann halt der Missions-Endscreen aus. Haus Atreides so. Eroberte weitere Gebiete und warf die Ordos hinaus. Die Ordos marschieren auf die Harkonnen zu. Haus Harkonnen weitete seinen Machtbereich aus. Ah, schaut dir mal. Jetzt haben wir hier schon den ganzen Bereich eingenommen. Die Ordos haben hier den Bereich und der Harkonnen. Ja, die kämpfen jetzt gegeneinander. Und wir halten uns jetzt momentan auch so ein bisschen raus. Was ich auch sehr gut finde. Also wir haben jetzt hier 6 Bereiche. Die Ordos 6 und die Harkonnen 6. So, dann würde ich mal sagen... Jo. Mache ich die nächste Mission, weil ich gucke noch mal gerade, 20 Minuten, erste Part, nee, da mache ich noch eine.
So, speichere das mal ab. So. Dann Spiel gespeichert. Überschreib das mal und dann nehme ich einfach mal diesen Bereich. Ihr wisst, ihr kämpft wie ein Fremen. Wie ein Wüstenbewohner. Ihr kämpft mit eurer Seele. Und doch... Und das ist wirklich komisch. Sagen manche, dass ihr hier eingetroffen seid auf einem imperialen Kreuzer. Mit der Lady Elara. Habt ihr vielleicht verborgene Talente? Wir werden sehen. Der Herzog wird euch Gelegenheit geben, eure Loyalität unter Beweis zu stellen. Überrascht die Harkonnen in ihrem Abbaulager im imperialen Becken. Und dann überzeugt ihr die Harkonnen, dort zu verschwinden. Und, Commander, der Herzog beobachtet euch. Seid also sehr überzeugend. Ja, so kann man es auch nennen. So kann man das Ganze auch nennen. Okay. Wir sollen uns jemanden überzeugen, abzuhauen. Das kann doch nur heißen, macht die alle platt. So, Übungseinsatz 2. Ja, hier steht wieder so ein Text, aber... Bauen Sie dort unsere Streitkräfte aus. Das imperiale Becken. Aha. Okay. Seien Sie voll... Weißhügel sind zwei... Aber Einheiten, die nichts anderes stolpern. Hä? Moment. Ach ja, diese Spice-Quellen. Okay, erkläre ich euch gleich, was das ist. Einsatzziel, zerstören Sie alle Harkonnen-Truppen. Viel Glück. Neue Einheiten und Gebäude. Ja, können wir kurz durchsplättern hier. Jetzt haben wir hier diese leichte Infanterie. Der ist quasi der Schütze aus Command & Conquer. Also ein ganz normaler Fußsoldat. 16 km/h schnell läuft der. Finde ich schon nicht schlecht, muss ich sagen. Hier habe ich den Trike, aber den habe ich eben ja auch schon erklärt. Ne? Also, der ist ja wie der Wüstenbuggy aus dem Tiberium-Konflikt und der Jeep aus dem Alarmstufe Rot. Kaserne, das ist ein neues Gebäude. Es sieht so ähnlich aus wie die Faust von Not. Faust von Not, finde ich. Also jede Fraktion hat eigene Gebäudestile, das finde ich sehr interessant. Hier in Form eines Adlers. Hier haben wir die leichte Waffenfabrik. Das heißt, leichte Waffenfabrik. Wir können jetzt zuallererst mal leichte Panzer bauen. Finde ich sehr cool. Hier haben wir einen Außenposten. Das ist quasi unser Radar im Dune 2000. Und Voraussetzung Kaserne. Das heißt, hier gibt es auch wieder Technologiebäume. Und ja, würde ich mal sagen, legen wir direkt mal los hier. So, direkt aufbauen mit Betonmauer. Ach, die Musik, Freunde, die Musik. Ich mag's einfach. Ich find's einfach geil. So. Konstruktion bereit. Zack. Wird gebaut. So. Bereit, Commander. Jawohl, Sir. Für den Herzog. Ich bin gerade so geflasht, dass das einfach funktioniert, das Spiel. Einfach so funktioniert, ja. So, alles klar. So, dann bauen wir mal das erste Kraftwerk. Aber das hier, das, Freunde, werde ich jetzt erstmal speichern unter Mission 2. So, das Speichern geht ja auch ein bisschen zackiger als bei Command & Conquer. So, ich werde die Gebäude auseinanderbauen von jedem anderen. Das hat den Sinn, damit die Sammler halt direkt hier dran fahren können und nicht erstmal einmal ums ganze Gebäude drumherum fahren müssen. Das habe ich ja bei Command & Conquer auch so gemacht. So, und hier haben wir jetzt halt die Kaserne. Da werde ich auch schon mal die Betonplatten für aufbauen. Und die dann direkt aufstellen, weil damit ich ein paar Einheiten schon mal ausheben kann. Na? Und mit dem werde ich jetzt einfach mal die Karte erkunden. So, dann machen wir die nächste Kraftwerk. Ach, Quatsch, Kraftwerk. Wollen wir die Kaserne? So. Genau, wir können hier wieder abbrechen, ne? Reparieren, verkaufen, das ist bewachen. Ja, hier haben wir eine Funktion, dass Einheiten einen Bereich bewachen können. Das finde ich sehr cool. Gab es bei Command & Conquer nicht. Und hier zurückziehen, wenn ich da drauf drücke, dann fährt er zum Bauhof. Das finde ich auch eine sehr coole Funktion. Und da kommt schon der erste Störenfried. Aber jetzt zieht sich wieder zurück. So, jetzt haben wir hier die leichte Infanterie.
Will ich einfach mal bauen. Einfach mal ein paar Manneken bauen. Und ja. Genau so tastet man sich Schritt für Schritt hier rein in das Spiel. Ach, ich feiere das einfach ab, dass es so gut funktioniert. Jetzt mittlerweile das Spiel. Ich habe echt Probleme damit gehabt, das zum Laufen zu kriegen, aber ja, es hat sich gelohnt. Die ganze Arbeit hat sich gelohnt. Ja, komm, ist egal. Hier dieses Weiße, das ist, das verlangsamt einen. Das ist quasi so eine Sanddüne. Oh, die Karte geht ganz schön weit nach unten, sehe ich gerade. Oh Gott, noch ein Minikin, weg damit. Und kann ich euch mal zeigen, wenn ich da jetzt gleich drüber fahre, dann verlangsamt er sich. Guck, seht ihr? Jetzt ist er voll langsam. Genau. Baue ich mal die Raffinerie auf. So. Oh, wir können jetzt schon ein paar Sachen bauen, ja. Oh, da kommt schon ein paar Störenfriede hier. Oh. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Was macht der denn da? Ah, gleiche Shortcuts. Also T für reparieren. Ja. So, mach den kaputt. So. Ja, ich finde die Effekte auch geil hier. Diese Explosionen einfach. Ja. So, da baue ich hier gleich den Radar hin. So. Da brauche ich da noch den. Ich muss gucken, dass das passt vom Platz her, weil ich muss gleich noch eine leichte Waffenfabrik bauen. Konstruktion bereit. Ah, das. Da unten ist ein Sandwurm. Wo ist der? Da ist der. Okay, dann muss ich den Sammler da jetzt gleich wegschicken. Dieser blöde Sandwurm. Ja, der kann einen ganz schön nerven. Ich baue erst die leichte Waffenfabrik. So, da ist der Sandwurm. Da müssen wir drauf aufpassen. Weil die verschwinden auch nicht. Die bleiben die ganze Zeit da. Und das kann einem schon auf die Eier gehen, sag ich mal. Wenn der deinen Sammler frisst, dann musst du einfach mal eine neue Raffinerie bauen. Genau. So, bauen wir noch ein paar Minuten. So, Sammler. Ja, fahr wieder hier. Der haut nämlich ab. Sieht man zum Glück sehr schön. Und hier sehen wir schon. Ne? Zu wenig Energie, 97%. So, das heißt, der baut jetzt wieder ein bisschen langsamer. Das ist halt das gleiche wie Energieniveau kritisch bei Commander & Conquer. Ah, da oben kann ich nichts hinbauen. Moment, ich brauche noch die Radarzentrale. Dann baue ich das direkt daneben einfach. So, okay. Können wir jetzt nämlich die Trikes bauen. Das mache ich auch mal. Ich baue einfach ganz viele Trikes jetzt. Die Manneken, die lasse ich hier für Verteidigung einfach. So, gut. Dann baue ich jetzt noch die nächste Windfalle. Und die Trikes werde ich mal hier sammeln, weil damit werde ich angreifen gehen. Die lasse ich hier stehen. Die Manneken, wie gesagt, kann ich auch hier vorne hinstellen. Der Wurm frisst die schon nicht. So. Oh, geile Mucke. Die kenne ich noch gar nicht. Oder? Nee, kenne ich nicht. So. Wahrscheinlich ist das wegen der PC-Version, weil ich habe das Spiel damals auf PlayStation 1 gehabt. Und da gab es noch ein bisschen andere Mucke und andere Mechanik und... Nein, nicht andere Mechanik, aber andere Mucke einfach. So, jetzt haben wir wieder Energie. So, das kannst du versuchen. Das kannst du versuchen, du hast keine Chance gegen meine 5 Minuten. Zack, weg damit. So, dann tue ich das auch direkt daneben. Da kommt der Wurm wieder, seht ihr das? Ja. Ja, und somit sind die Grundprinzipien eigentlich hier erklärt. Immer auf den Wurm aufpassen und immer schön sammeln, sammeln, sammeln und Einheiten produzieren. Das ist quasi genau das gleiche Prinzip wie bei Command & Conquer auch, ja. Konstruktion bereit. Einheit bereit. So, weitere Einheit und den Außenposten bitte. Ah, da kommt noch ein Trike. Ja, das kannst du versuchen. Das ist scheißegal. Oder? Ja, ja, das schafft ihr. Bumm, weg damit. So, da ist der Wurm. Das heißt, der Sammler, der darf jetzt nicht hier hinfahren. Krass, diese Mucke kenne ich gar nicht. So, lass mal den Wurm abhauen erstmal. Ja, da muss ich unbedingt drauf achten. Auf den Wurm. So, zack, jetzt haben wir hier oben unser Radar. Was haben wir hier? Ah, den kann ich noch nicht vergrößern. Man kann den Radar auch vergrößern später. Wo ist der Wurm? Da ist der Wurm. Alles klar. Da kann er ja wieder in Ruhe sammeln.
So, dann würde ich sagen, würde ich jetzt eine Trike-Armee ausheben und den dann damit platt machen. Ach geil, Freunde. Richtig gut. So, dann baue ich noch das ein oder andere Silo. Das baue ich dann am besten hier oben hin. Konstruktion bereit. Erstmal eine Platte. Das reicht erstmal. Und ja, cool. Egal, die Mucke. Bitte was? Wer hat hier geschossen? Oh Mann, die Mucke kenne ich gar nicht. Cool, ja? Gibt es ja auch neue Soundtracks. Krass. Okay. Ja, sehr schön. So. Einheit bereit. Wird gebaut. Dann noch mehr Trikes, bitte. Bis die ganze Kohle hier weg ist. So, ich sehe auch schon gerade, ja, ich nehme es spät am späten Abend auf. Das heißt, 11:30 haben wir es mittlerweile. An diesem ersten Advent, zweiten Advent. Genau. Wünsche ich euch hiermit noch so eine schöne Adventszeit. So, alles klar. So, die Armee wird weiter wachsen und ausgehoben. Weiter geht's. Da kommt wieder was, aber das kann er versuchen, ist scheißegal. Da hat er keine Chance gegen. Oh doch, der hat zwei platt gemacht, okay. Ja, ist egal. Vorne noch ein paar Manneken. Für die Basisverteidigung einfach. So. Brauche ich einfach noch ein paar Manneken hier hin und dann passt das schon. So. Weil ich habe gerne diese Trikes, die sind halt schneller am Ziel. Ne? Oh, richtig coole Mucke. So. So. Ja, die bewegen sich schon ein Stückchen vorwärts. So, dann stellt ihr euch mal hier hin, bitte. Für den Herzog. Bereit, Commander. Wer schießt denn hier die Gun? Ah, wegen dem Wurm. Ah, ich verstehe schon, ja. Wegen dem Wurm. Ja, die Gegner können auch nichts gegen den Wurm machen. Der frisst genauso die Gegner auf wie auch uns. Sozusagen. Und ja, genau. Jetzt haben wir hier unsere Basis schon errichtet. Wir haben schon gesehen, die Gegner kommen immer aus der Richtung, deswegen werde ich jetzt meine Verteidigung erstmal hier stehen lassen. So, danach kann ich noch einen bauen. Einheit bereit. Und dann würde ich sagen, gehe ich mal los. Also, immer auf den Sammler aufpassen. Später gibt es in dem Spiel auch noch Transportflugzeuge. Das heißt, die fliegen die Sammler quasi ans Ziel und das geht dann wesentlich schneller mit der Geldbeschaffung. So, das hat doch genau gepasst. Teams können wir auch machen, wie bei Command & Conquer. So. Jetzt können wir einfach Team 1 wählen und dann einfach mal hier runterfahren. So. Ja, der ist... Oh, da ist ein Wurm. Oh, shit. Da ist der Wurm, ja. Aufpassen. Oh Gott, das war knapp gerade. Das war knapp. Alles klar, dann macht ihr mal weg. Jawohl, Sir. Und dann fahren wir einfach mal erkunden. Da ist der Wurm. Ja. Mhm. Immer drauf achten. Immer aufpassen. Jawohl, Sir. Das kann später ganz schön nerven. Ja, doch. Wenn ich dadurch die Sammler verliere, das wäre schon scheiße. So. Der ist hier unten, alles klar. Für den Herzog. Wie war das? Ah, hier ist die Basis. Oh, scheiße. Hier ist die Basis. Okay. Ja, dann macht mal. So, hier ist direkt schon die gegnerische Basis. Schaut mal. Wo ist der Wurm? Da ist der Wurm. Okay. So. Mein Sammler? Oh, scheiße. Okay. Mein Sammler wird angegriffen. Krass. Hat er sich wieder den perfekten Zeitpunkt ausgesucht. Jetzt gerade, wo ich angreife. Ne? So. Ja, das passt schon so. Alles klar. So, dann macht man die Trikes hier im Arsch. Ui. Henna. So. Ah, hier ist nur so ein kleiner Außenposten. Seht ihr das? Hier ist nur so ein kleiner Vorposten. So, das ist die Harkonnen-Kaserne. Wo ist der Wurm? Ah, nicht hier. Ach, der fährt den Dings hinterher, okay. Der fährt den Einheiten hinterher, der Wurm. Das finde ich sehr krass, ja. Zack, so sehen Gebäudeexplosionen aus. Richtig geil. So. Ah, die Mucke. Diese Mucke finde ich richtig geil. So, dann haben wir jetzt gleich den Bauhof platt schon.
Wie ihr seht, die Spielmechanik ist fast die gleiche wie bei Command & Conquer einfach, ja. So, dann macht man das hier weg, das hier weg, das hier weg. Oh, geile Mucke, ja. Richtig geile Mucke. So. Da ist der Wurm. Alles klar, Freunde. Das läuft doch. Das läuft doch sau gut, muss ich sagen. So, dann bauen wir weitere Einheiten. So, hier diesen kleinen Vorposten haben wir erledigt. Und da würde ich sagen, gehen wir einfach direkt mal weiter. So. Wer schießt denn da schon wieder? Ah, okay. Oh, das war's schon. Okay, krass. Ja, Freunde. Das war's auch schon mit der zweiten Mission. Ja, verdammt interessant, muss ich sagen. So, jetzt sind wir mittlerweile von Sandfloh zu Sandkrieger auferstanden. Aufgestiegen. Und haben die doppelte Anzahl an Punkten. Allerdings ist die Musik hier sehr laut, deswegen werde ich den Screen jetzt mal, die Atreides konsolidierten ihre überspringen. So. Ah ja, schauen wir mal. So sieht die Karte jetzt mittlerweile aus. Also bei der nächsten Mission können wir uns entscheiden, hier die Orders anzugreifen oder auf neutrales Gebiet zu gehen. Allerdings, Freunde, werde ich das jetzt erstmal speichern. Spiel gespeichert. Und ja, das machen wir jetzt erstmal beim nächsten Mal. Ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Ja, Freunde, Dion 2000, schreibt mal drunter, wie es euch gefällt. Ja, wenn es euch gefällt, dann lasst mir doch ein Like oder Abo da. Und ja, dann würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal Schluss und schneide das zusammen. Und ja, dann freue ich mich richtig riesig aufs neue Projekt. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder schönen Tag, ne? Tschüss.